Ja, hallo, herzlich willkommen wieder hier auf meinem Kanal. Heute wieder ein neues Modell wieder aus dem Aldi Nord speziell. Wie gesagt, welche haben mich darauf aufmerksam gemacht. Aldi verkauft demnächst wieder eine Drohne. Wie gesagt, Aldi Nord hat sie. Und die habe ich mir einfach mal dort von Freunden besorgen lassen. Und ich habe es jetzt da und ich zeige es euch mal, was da alles drin ist. Ja, hier ist die Drohne vom Aldi Nord. Was haben wir da? Alles Batterien inklusiv. 4-5-Kanal-LEDs, Auto-Indoor mit LiPo, leider steht keine Kapazität drauf, 2,4 GHz, hat Flip-Turbo bis 40 Stundenkilometer, 6 Gyro, Kompass-Funktion, Easy-Back-Funktion, sie kommt wieder zurück und Foto-Videos-Funktion. Wie gesagt, in den Angaben steht hier leider nicht so viel drauf. Gewicht 117 Gramm, das ist ganz interessant, weil ab 250 Gramm muss man ein Adressaufkleber auf die Drohne machen. Das haben wir jetzt hier nicht. LiPo-Batterie, genau, hier haben wir schon die technischen Daten. 3,7 Volt, also einzellig, 650 mA und zweimal AA 1,5 Batterien brauchen wir für die Fernbedienung. Hier ist das gute Stück. Ja, die Frage ist immer, wenn ich sowas in diesen Bereich einsteigen will, mir eine Drohne kaufe und ob das hier eine gute Anfängerdrohne ist oder nicht. Hier erstmal die Fernbedienung, Quatsch, die Bedienungseinleitung ist nummeriert. Hier geht es erstmal schon mit dem Aufladen. Seite 2 wird USB aufgeladen. Hier ist der USB-Anschluss und hoppala, hier geht es mir schon an. Hier drüber wird sie dann aufgeladen, hier einstecken und USB stecken. Ich habe es schon gemacht, weil einfach zu viel Zeit drauf geht. Und das dauert ungefähr so 40 bis 60 Minuten. Und die Flugzeit beträgt so 5 bis 10 Minuten. Was ich noch dazu habe, hier Propellerschützer. Für den Anfänger vielleicht wirklich eine sehr lohnenswerte Sache. Die werden hier drauf geklipst. Rotorschutz, ja, wenn man irgendwo gegen die Wand dotzt, ist einfach wirklich schöner. Man hat hier einen Schutz dran und es passiert nicht gleich was und die Rotorblätter halten einfach besser. Ja, das ganze Teil ist von Yamaha. Besonderheit noch, hier hat so einen Altitude-Modus. Das heißt, die Höhe wird automatisch hier gehalten, dass ihr quasi, wenn ihr den Gasnippel in der Mitte loslässt, hat eine Mittelrastfunktion und er wird sich automatisch in der Höhe ausrichten, eben über den Luftdrucksensor. Ja, hier haben wir noch so ein paar Füße, die wir auf den Kopter anmachen. Hier, die stecken wir hier dran. Einfach hier eingesteckt. Er passt natürlich auch nicht mehr in die Verpackung rein, das finde ich ein bisschen nachteilig. Aber geht er schon wieder an hier. So, ja, hier habe ich nochmal die Fernbedienung dazu. Verschiedene Funktionen, hier verschiedene Geschwindigkeiten. Hier eine Kompassfunktion, hier eine Kalibrierungsfunktion. Ja, ich muss erstmal hier die Batterie reinmachen. Das habe ich hier noch drin, Ersatzrotorblätter. Hier Schrauben nochmal. Und werden einfach mal die Batterien reinmachen. Sehr löblich, dass man hier einen Schraubendreher dabei hat. Und da kann man hier gleich all die Batterien reinpacken. Und das ist schon Teil, ist da ja schon flugfertig. Wieder zumachen schön. Ja. Wie gesagt, hier habe ich das Gas, das steigt da auf und nieder. Und hier mit dem fliege ich nach vorn, zurück, zur Seite und nach hinten. Und hier, wenn ich hier nach links und rechts drücke, dann würde er sich um die eigene Achse drehen. Hier kann ich noch verschiedene Trimfunktionen machen, weil es in irgendeine Ecke zieht. Falls er komplett beim Starten irgendwo in irgendeine Richtung zieht, kann ich ihn komplett nochmal trimmen. Ja, hier kann ich erstmal einschalten. Das
Besondere daran ist, ihr müsst erst den Kopter einschalten und dann die Fernbedienung. Dann haben wir hier noch so einen USB-Stecker drin, den lasse ich jetzt mal drin. Da könnt ihr die Karte reinpacken und dann im PC auslesen. Ja, das war es eigentlich schon, was da alles dazu ist. Hier nochmal selber haben wir eine Kamera dran. Und hier hinten ist eine 4 GB Speicherkarte drin. Die muss dann rausgezogen werden und dann kann man die auslesen hier. Jetzt schaltet man die ganze Sache ein. Hier hinten dran hat man nochmal einen Video-Button. Hier kann man vorwärts und rückwärts rollen, also 360 Grad. Flips machen, keine Loopings. Und hier kann man noch Foto machen. Muss speziell an den Fotomodus einschalten. Hier. Und kann dann Fotos machen. Schalte ihn einfach mal an. Und schalte ihn hier an. Er blinkt hier. Drück nach oben kurz, nach unten kurz und jetzt müsste eigentlich, also hier nochmal einschalten, blinkt er so komisch, so jetzt blinkt er ganz ruhig und jetzt müsste es eigentlich funktionieren. Schalten jetzt mal fest, hier drückt er dann quasi Start, knallt, läuft dann langsam an. Und sehr schön, ganz langsam geht er quasi hier tot ab. Sehr gut hier auf der Seite durch die Geschwindigkeiten einstellen. Das ist eine ganz langsame Geschwindigkeit, ganz schnell. Hier kann ich nochmal kalibrieren. So, er steigt dann auf den Höhenmeter. So, und hier gehe ich auf die Videotaste. Und hier habe ich ein Stingens, geht es auf Kamera drauf und kann dann hier dementsprechend dann die Videotasten betätigen. Gibt es dann laufend beim Filmen. Ich hier ein Foto mache. Das war's schon. Ja, hier habe ich dann verschiedene Moden nochmal. Den sogenannten Heatless-Modus, Kopflos-Modus, das heißt, über Magnetsensor weiß der, wo ich bin. Das heißt, je nachdem, wie der Kopter fliegt, halt so oder so, fliegt er immer in die eine Richtung wieder zurück. Wenn er so fliegt, fliegt er in die zurück, wenn ich in meine Richtung ziehe. Wenn er so fliegt und ich ziehe in meine Richtung, fliegt er auch in die Richtung wieder so zurück, wie er gerade steht. Normal ist es so, wenn wir vom Modellauto das kennen, wenn er so fliegt, ist es gerade umgekehrt. Wenn ich nach links drücke, fliegt er nach rechts. Wenn ich nach rechts drücke, fliegt er nach links. Also wirklich bisher ist wirklich toll. So, und wenn ich hier drauf drücke und er fliegt, kann es passieren, dass er auch dann zu mir wieder zurückkommt. So, da habe ich noch die Stunt-Tasten. Und zwar habe ich nämlich hier Roll, zeigt es nämlich an, wenn ich hier rollen will. So, wieder hier den Kopf einschalten. Am besten ruhen lassen, so rumfummeln und Mist. Die Starttaste drücken. Da läuft dann langsam sauber an. Das ist wunderbar, dass die Befehlen hier. So, das Speed. Das hätte ich nicht machen sollen, ich hab's gesehen. Schon Kameramodus drin. Länger drücken. Ja,
sind Fälle von null Zerträge. Sehr, sehr cool, was mir sehr gefällt, die sanfte Start- und Landephase, da dreht wirklich super langsam hoch und anders als bei anderen Koptern, da liegen die steigen natürlich brutal in die Luft. Super cool, gefällt mir so wunderbar. Wie gesagt, hier ist die Kamera dran und hier hinten ist der Akku verbaut. Wie gesagt, ich habe jetzt nicht so lange geflogen. Die Lampen fangen an zu blinken und dann sollte man wirklich landen, weil man macht den Akku sonst kaputt. Gerade aber jetzt bei den kälteren Temperaturen, wenn man mal draußen fliegt, kann es passieren, dass der Akku ein bisschen schneller müde wird, weil einfach durch die Kälte, das ist einfach so. Dann wirklich gleich landen, dann hat man einen defekten Akku und müsste sich einen neuen besorgen. Dann müsst ihr die Kamera hier abbauen, hinten drauf das abbauen und dann könnt ihr den problemlos wechseln. Sehr cooler Kopter, wie gesagt, was jetzt noch als nächstes wäre, dass man quasi das Live-Bild noch sehen könnte, das war dann das komplette Highlight, dann wäre es wirklich ein super Kopter. Also wie gesagt, schon für Anfänger kann ich wirklich wärmsten empfehlen, die sich dafür interessieren. Und ja, super Teil, macht echt Spaß. Ciao, jetzt fliegen wir eine Runde noch.